Das an Noah und das Mädchen. Es war einmal ein Ulama, der sich als Bauer betätigte. Einmal rodete er ein Feld von 40 Pantango für Bergreis. Weil die Ernte so gut war, reichte der Ertrag der ersten Jahre aus diesen 40 Pantango mehrere Jahre zum Verzehr. Der Reis, den er gepflanzt hatte, wuchs sehr üppig. Und auch wenn die Mutterpflanzen abgeschnitten waren, kamen immer wieder neue Pflänzlinge, die ebenfalls wieder Frucht trugen. So ging es insgesamt 4 Jahre, ohne Unterbrechung. Die Reispflanzen trugen Frucht und seit der zweiten Erntezeit übergab der Ulama seine Reisernte dem Herrscher. Als der Reis zum 5. Mal Frucht getragen hatte, starb er völlig ab. Jedes Mal, wenn der Ulama sein Feld aufarbeiten wollte, sah er, dass der Boden, den er gestern bestellt hatte, wieder ganz mit Gras bewachsen war. Er versuchte, das Gras abzubrennen, doch hatte er immer denselben Erfolg. Am nächsten Morgen war das Gras wie am Tag zuvor gewachsen. Wie bekümmert war er. Weil der Ulama aber 3 schöne Töchter besaß, dachte er bei sich: Es wäre gut, ich würde den Herrscher bitten, mir bei der Suche nach einem Menschen, der das Feld bestellen könnte, zu helfen. Wer auch immer mir helfen kann, dem werde ich eine meiner Töchter zur Frau geben. So begab er sich zur Audienz beim Herrscher und berichtete von seiner Absicht. Im ganzen Land wurde die Absicht des Ulama bekannt gegeben und ein Händler erklärte, er werde die Aufgabe durchführen. In Gegenwart des Herrschers schlossen sie ein Abkommen und innerhalb von 21 Tagen sollte das Feld bestellt sein. Der Händler stellte Tagelöhne ein, sodass er in 7 Tagen fertig war. Das berichtete man dem Ulama und dem Herrscher. Doch am Morgen des Tages, an dem das Feld besichtigt werden sollte, wurde bekannt, dass das Gras wieder so hoch wie früher gewachsen war. So war das Abkommen nichtig. Man suchte nach einem anderen Menschen, der das Feld reinigen konnte, und ein tapferer junger Mann versprach, die Aufgabe auszuführen. Doch sein Erfolg war derselbe. Der Ulama wusste nicht mehr weiter. Das Feld musste bis zum letzten Tag des 5. Jahres bepflanzt sein, wenn es nicht an den Herrscher zurückfallen sollte. Jetzt blieben nur noch 14 Tage, bis die 5 Jahre voll waren. Doch da kam ein schneeweißes Anoa und erklärte dem Herrscher in Audienz, es werde das Feld des Ulama säubern. Herrscher und Ulama stimmten zu und der Vertrag wurde mit dem Ulama geschlossen. Nur 7 Tage waren seiner Erfüllung gegeben. Am Morgen des nächsten Tages lud das Anoa alle seine Freunde im Wald ein, zu kommen und das ganze Gras zu fressen, mit den Hörnern die Erde umzugraben. In einem einzigen Tag war das 40 Pantago große Feld sauber. Am nächsten Tag ging das Anoa los, um von dem Ergebnis seiner Arbeit zu berichten. Und nach der Prüfung stellte man fest, dass das Feld tatsächlich sauber war. Da rief der Ulama seine 3 Töchter zu dem Anoa und fragte: Wollt ihr dieses Anoa heiraten? Ich will nicht, war die Antwort der ersten. Dann fragte er die zweite, und ihre Antwort war ebenfalls nein. Als er die dritte gefragt hatte, erklärte diese ihre Bereitschaft. Das Feld wurde mit Reis bestellt, und 7 Tage später fand das Hochzeitsmahl statt. Die ganze Familie und viele Freunde und Landsleute wurden eingeladen. Und wie viele, die nicht eingeladen waren, kamen, um die Hochzeit des Anoa mit der Tochter des Ulama zu sehen. Dann wurde das Mädchen in seiner Kammer geputzt und auch das Ankleidzimmer ihres Bräutigams, des Anoa, wurde vorbereitet. Bald darauf konnte man das Anoa voller Würde ankommen sehen und ein Abgesandter bat ihn, das Umkleidezimmer zu betreten. Alle Leute waren angesichts dieses Geschehens verschreckt und befremdet. Einige Minuten später, als der Augenblick der Eheschließung gekommen war, wurde das Anoa aus seinem Zimmer gebeten. Hei, ein großes Wunder hatte sich ereignet. Ein Jüngling von heldenhaftem Aussehen kam aus dem Zimmer
um die dritte Tochter zu nehmen und zu heiraten. Die Felljacke des weißen Anoa hatte er in dem Zimmer zurückgelassen. Wie glücklich war das Mädchen, ihren Ehemann zu empfangen. Auf der anderen Seite, wie unglücklich waren ihre beiden Schwestern angesichts des Glückes ihrer jüngeren Schwester. 7 Tage später erklärte der Jüngling, er sei ein Prinz aus dem Land Anu und bitte mit seiner Frau in seine Heimat zurückzukehren zu dürfen. Den Ulama und seine Frau baten sie, ihnen zu folgen. Der Prinz und seine Frau brachen nach Hause auf und ein paar Tage später folgte ihnen der Ulama mit seiner Frau. Sie reisten durch Wälder und Dschungel. Mitten in einem Dschungel stießen sie auf einen Fluss mit sanft abfallendem Bett. Was sah ihnen daran so befremdlich aus? Die großen Steine im Flussbett trieben Rollen zu Tal, während die kleinen Steine flussaufwärts hüpften. Nachdem sie den Fluss überquert hatten, stießen sie weiter auf einen Baum, der letztlich 2 Früchte trug. Die eine von ihnen schied eine bittere Flüssigkeit aus, doch schmeckte sie im Inneren süß. Und die andere schied eine süße Flüssigkeit aus und schmeckte im Inneren bitter. Nachdem sie von den Früchten geschmeckt hatten, gingen sie weiter zu dem Haus ihrer Kinder. Dort fragte sie ihren Schwiegersohn: »Habt ihr, Vater und Mutter, unterwegs etwas Merkwürdiges gesehen?« Da erzählte der Ulama von den Flusssteinen und den Früchten, und der Prinz sprach: »Das ist ein Gleichnis. Erstens, die großen Steine gleichen allen Leuten, die ihre Heimstadt verlassen und von ihren Kindern ersetzt werden. Zweitens, die Leute, deren Befehl streng sind, haben immer gute Absichten. Leute, deren Äußeres immer süßlich ist, haben stets einen schlechten Charakter.« Der Ulama lebte einige Jahre bei seinen Kindern und schließlich wurde sein Schwiegersohn zum Herrscher gekrönt.